Am 4. November fand am Haver Camp in Münster die Create & Connect statt. Eine Musikmesse mit starkem Bezug auf die lokale Szene. Das Hauptaugenmerk der Messe lag dabei auf dem Vernetzen der Musikschaffenden und auf dem Vermitteln nützlicher Informationen. Auf die Beine gestellt wurde das Ganze von der Create Music NRW. Maximilian Zindel ist Projektleiter der Create Music und kann uns genaueres über sein Förderprojekt erzählen. Und darüber, was wir alles auf der Messe zu erwarten hatten. Create Music NRW ist ein Förderprojekt, das NRW-weit junge Bands und Nachwuchsmusikerinnen und Musiker unterstützen möchte, die im Pop-Bereich unterwegs sind. Das funktioniert zum einen durch eine Netzwerkarbeit. Wir möchten aufeinander aufmerksam machen und auf die Popmusik im Land, aber auch dadurch, dass wir Workshops anbieten zu ganz verschiedenen Themen oder auch eine Projektförderung im Geld sozusagen. Die Create & Connect, also die Veranstaltung, die heute hier stattfindet am Haver Camp, die vereint so unsere Schwerpunkte so ein bisschen miteinander. Es geht, wie der Name schon sagt, um Connecten, um Austausch, um das Netzwerk ganz stark, und ganz weit vorne steht auch unser Workshop-Programm, das wir anbieten. Das sind Themen wie Booking beispielsweise, Selbstmanagement für Bands, aber auch Konzertfotografie und so weiter. Also das ganze Spektrum, alle Themen, die eben junge Bands dann interessieren. Mit rund 14 Ausstellern, darunter verschiedenen Festivals wie das Detten Rockt, aber auch verschiedenen Handwerksberufen und Diskussionsforen, bot die Messe ein umfangreiches Programm an. Die Create & Connect gibt es nicht zum ersten Mal. Die Messe hatte sich bereits 2015 hier in Münster gemütlich gemacht. Allerdings konnte man sie dieses Mal nicht nur in Münster besuchen. Es haben sich gleich drei neue Standorte dazugesellt. Neben Münster konnte man die Messe nun auch in Moers, Unna und Bielefeld besuchen. Neben Create Music NRW waren Vertreter der lokalen Musikszene maßgeblich an der Gestaltung der Messe beteiligt. Hier in Münster war es beispielsweise das Münster Bandnetz. Sie betreiben eine Art Sammelstelle für Musiker und bieten Leuten auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Das Ganze nun auch aus dem Netz in die echte Welt zu übertragen, ist ein großer Erfolg, findet zumindest Pascal vom Münster Bandnetz. Also das ist eine ganz wundervolle Sache, dass wir es schaffen, so eine große Messe hier an den Start zu bringen und so viel Workshop-Programm, Acts da zu haben, später auch noch Party, Veranstalter, die ihre Produkte präsentieren. Also das heißt, alle möglichen Musikszenen, Netzwerkpartner sind hier vor Ort und haben einen Stand und präsentieren sich. Und es ist super, dass man das Ganze halt auch mal aus dem Internet wieder rauskriegt, wo es dann irgendwann hingewandert ist, und in die analoge, wirkliche Welt bringt, dass die Leute sich das halt mal anschauen können und wirklich netzwerken können vis-à-vis. Internet ist schön, aber so eine Veranstaltung dann irgendwann doch auch mal präsentieren zu können, ist natürlich umso besser für ein regionales Musiknetzwerk, eine ganz wundervolle Sache. Neben dem Workshop-Programm gab es am Abend auch noch einige Konzerte, was einigen der Künstlern auch nochmal die Chance gab, sich live zu beweisen. Und eine gelungene Abwechslung zum Workshop-Programm war es auch. Alles in allem bot die Create & Connect vielen Musikinteressierten ein breites Spektrum an Möglichkeiten an. Leider ist bis dato noch nicht bekannt, wann die nächste Messe stattfindet, geschweige denn, ob es überhaupt nochmal dazu kommt. Wir für unseren Teil hoffen es und freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal.